Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zur bereits mittelgroßen Jaina. So, ich habe mir jetzt vor dem Start dieses Clips gedacht, wir melden uns schon mal im Vorhinein ein. Gleich mit allen drei Varianten hier, Tank, Heal und DD, weil das dauert ja eh wieder, bis man Invite kriegen. Ja. War diesmal nicht der Fall. Wir hatten gleich einen Instant-Invite. Ich bin ganz Ohr. Aber na gut. Jetzt haben wir eine Instanz schon mal erledigt von, keine Ahnung, wie viele sind da eigentlich zu machen für Classic? So, Classic Dungeons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 Instanzen. Oh. Okay. 24 fehlen noch. Gut, aber für diesen Part... Oh, ich sollte ja eigentlich auch die Uhrzeit hier mit stoppen. Ja? Wäre nicht schlecht, oder? Also, ich würde es halt nicht unbedingt so schlecht finden. Damit die Datei auch nicht ewig groß wird und dann auf einmal die Festplatte schreit, kein Platz mehr. Jo, gut. Also, weiter geht's. Hansel Bleihans in den Hallen des Bergfürsten. Die Thorium-Bruderschaft verfügt über keinerlei Miliz, nur ein paar Wachen und ich. Und das war's. Wenn wir einen erfolgreichen Schlag gegen die Dunkeleisenzwerge in der Schlacht führen wollen, dann brauchen wir Hilfe. Bergfürst Rendan befindet sich oben im Turm über die Schlucht hinweg, von uns aus im Süden. Er verkehrt nicht mit dem Gesindel des Schattenhammers. Oder mit Feuerelementaren, aber er hat sich auch nicht der Bruderschaft angeschlossen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir ihm einen Besuch abstatten. Mit seiner Hilfe könnten wir eine Chance haben. Okay, also der gute Junge hier, der bleibt sauber, ja, der schickt uns hier weg. Ja, und auf alle Fälle, jetzt habe ich hier mal die erste Instanz als Tank gemacht. Das ist alles total unübersichtlich für mich. Ich weiß nicht, ob das einfach nur an meiner... Ja, ob das einfach nur daran liegt, weil ich mein Interface so eingestellt habe, wie es eingestellt ist, oder ob ich es einfach nur nicht mehr gewohnt bin. Ich kann es echt nicht sagen. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr seltsam. Naja. Vielleicht werden wir ja das nächste Mal als Heal. Nee, weiß ich nicht. Ich war auch schon überlegen, ob ich nicht vielleicht den Tank-Spec einfach wegtun soll. Aber dann könnte es sein, dass es wieder länger dauert, gell? Naja, gut. Hallo. Bergfürst Rendan. Wie siehst du aus? Seid auf der Hut. Hey, warte mal. Junge, du hast auch ein neues Outfit bekommen, glaube ich, ja? Du bist ein Dunkeleisenzwerg. Und solche Typen wie dich können sich die Allianzleute freischalten. Ich weiß bloß noch nicht wie. Denn ich habe ja auch einen Allianzler, der momentan noch das höchste Level hat. Ich glaube mal, was hat der? 117? Ich habe es noch immer nicht geschafft. Das ist das Spiel. Warte mal. Wir haben heute den 5. September. Das Spiel ist jetzt schon seit geraumer Zeit draußen. Nee, keine Ahnung. Seit wann gibt es das Spiel jetzt eigentlich? Seit 14. August. Alter, in einer Woche ist es schon einen Monat draußen. Echt jetzt? Tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe es noch nicht mal in einem Monat geschafft, dass ein Char 120 wird. Naja, gut. Ich habe auch jede Menge andere Sachen gemacht. Aber ist ja wurscht. Es ist ja nur ein Spiel. Gut. In den Hallen des Bergfürsten. Und wer seid ihr wohl? Ah, eine Abgesandte der Thorium-Bruderschaft. Ihr benötigt meine Unterstützung? Nun gut. Ich könnte mich bereit erklären, euch zu helfen, wenn die Bezahlung stimmt. Hallo, Junge, du bist eigentlich da, dass du mich bezahlst, aber ist ja wurscht. So, Belagerung. Aufseher Schlickfaust hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um mich zu bitten, einen Kampf beizutreten. Meine Spitze wird bereits belagert. Nichts, womit meine Wachen nicht umgehen könnten, aber trotzdem, es wird nicht leicht für mich sein, damit weiterzumachen und gleichzeitig Zwerge in diese höllische Schlucht zu entsenden.
Ich sage euch was. Ihr schaltet deren Schützen aus, die unsere Festung belagern, und ich denke nochmal über euer Angebot nach. Sie schleichen auf den Felsvorsprüngen im Osten herum. Setzt sie in Brand. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mein Turm ist um einiges größer als die anderen Türme hier in der Schlucht. Meine Zwerge bilden sich etwas darauf ein, wie tief sie graben können. Ich nicht. Manchmal glaube ich, ich hätte eigentlich als Wildhammerzwerg zur Welt kommen sollen. Trotzdem gefällt mir der Anblick dieser anderen Türme nicht. Wie sie sich so in den Himmel recken und meinen Turm an den Zehen kitzeln. Hier, nehmt diese Fackel und benutzt sie an den Kohlenpfannen auf den anderen Türmen. Es wird ihnen noch leid tun, diese Türme überhaupt gebaut zu haben. Eine bessere Kugel. Diese in der Schlucht grabenden Zwerge machen wenigstens eine Sache richtig. Ja, ist schon gut. Ich weiß, dass ich mich komisch anhöre beim Lesen. Sie stellen qualitativ hochwertige Patronen her. Es war mir bisher nicht möglich, ihre Ergebnisse zu reproduzieren, weshalb ich dazu gezwungen war, ihnen alle Kugeln, die ich finden konnte, zu stehlen. Ihr wollt meine Hilfe? Besorgt mir ein paar hundert Dunkeleisenkugeln von ihren Schützen da unten. Ich bin mir sicher, dass sie euch mit Vergnügen eine Kugel nach der anderen geben werden, aber es könnte einfacher sein, wenn ihr nach den Kisten Ausschau haltet, in denen sie sie lagern. Seid auf der Hut! Okay, dann machen wir das mal. Da unten ist ja noch eine Aufgabe. Dann guckst du hier, guckst du da. Hier, wie Agnes. Geht's? Ja, was, Agnes? Wie geht's? Die Geheimnisse des Feuermuskelmagnets, Magens. Was? Feuermuskelmagens. Okay. Das ist ein bisschen besser. Okay. Es gibt so vieles, was wir bei den... Was? Inzendosaurier nicht wissen. Woher kommen sie? Wie überleben sie hier draußen in den Ebenen? Und warum schmecken sie so überhaupt nichts? Der Schlüssel zum Verständnis dieser prähistorischen Bestien liegt, so glaube ich, im Feuermuskelmagen. Jeder Inzendosaurier verfügt über einen. Ich hätte gerne ein paar davon, um sie zu untersuchen. Ihr findet Inzendosaurier, die sich am Fuße des Eisengipfels aufhalten, hauptsächlich im Westen. Bleibt sauber. Nach dem, was ihr mir alles so aufgebt, kann ich gar nicht sauber bleiben. So, Junge, wir müssen reden. Ich habe kein Ziel. Also, ein Magen. Ein zweiter Magen. Ich bin außer Reichweite. Ich hatte mir jetzt noch überlegt, dass ich vielleicht die Instanzen doch alle aufnehme und einfach so ein extra Part mit Dings mache, mit Jaina. Könnte ich machen. Bei Jaina ist nämlich die einzige, mit der ich recht schnell in die Instanzen reinkomme. Wenn ich dafür nämlich Paulina oder Asumi hernehme, also einer der beiden Allianzdamen, dann könnte es sein, dass es etwas sehr, sehr lange dauert. Das wäre irgendwie doof. Dunkeleisel-Kohlwürfe. Also wenn der mich anschießt, dann kriege ich auch welche. Wie geil ist das denn? Ich meine, eigentlich ist das genau überhaupt nicht geil, weil, ja, aber gut. Okay, wir fliegen jetzt zuerst zu dem hinteren. Boah, mein Tee ist noch ein bisschen sehr warm.
Der hat heute irgendwie so einen tollen Geschmack, der eigentlich nach Zucker verlangt. Naja, was soll's. So, wir haben hier eine Schachtel. Eine Kiste. So. Achso, genau, die Schützen muss ich ja sowieso auch ausschalten. Da war ja was. Okay, wie viele? Ja, 12. Das lohnt sich schon mehr, da hat er recht. Alter, die verheizen einen ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich hätte eigentlich nicht gesagt, dass mir kalt wäre, ja? Dass der mir so einheizen muss. So, wieder eine Kugel freiwillig hergeben. Das finde ich echt lustig, dass es mitzählt. Ich muss näher ran. So, dale. Die Zwerge haben wir dann schon bald, gell? Aber das war der falsche Knopf. Das ist zu weit entfernt. Ja, wir brauchen noch einen Zwerg und brauchen noch über 100 Dingens. Das ist Kacke. Ist das Mist? Ich muss so, Mist. Kann ich den irgendwie besorgen? Nee, der beobachtet, also der bemerkt mich sowieso. Also die Aufgabe ist als Fernkämpfer sicher leichter, weil du sowieso auf die Ferne stehst. Das heißt, der schießt dann auch die ganze Zeit und ja, ist sicher leichter. Naja, oder er kommt halt in den Nahkampf. Das kann natürlich auch sein, ne? Ich bin außer Reichweite. Finde ich selbst zwar etwas bescheiden, aber was soll's, ne? So, der wird uns auch sehen. Das ist zu weit entfernt. Die sehen den einfach vorher und hauen ihn. Finde ich viel besser, wenn wir anfangen. So, 94. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein paar Zwerge hier zum Kaputtmachen. Gar nicht, ich brauche nur einen Zwerg kaputt machen. Nicht schlecht. So, Junge und Mädel, wir haben alles erledigt, was ihr wolltet. Willkommen. Willkommen. So, fort genau. Mit euch. Fort mit euch. Okay, wir gehen schon. Wie geht's? Ganz gut, danke. Der Nachfrage. So, was haben wir denn da? Finger. Der ist komisch.
Einen Streitkolben. Einen Streitkolben und eine Platte, die wir nicht brauchen. Bleibt sauber. Dann wird's der Streitkolben. Passt. So. Lung! Ja, was Lung? So. Einer mal ansehen, wer diesmal Lungs Hilfe brauchen. Das klinge nach Fall für Lungs einzigartigen Ansatz für Problemlösung ohne Töten. Ja, wir setzen uns drauf, bis die Leute bewusstlos sind. Lungs Abenteuer. Rendans Schwäche. Lung nicht klug, aber Lung fallen Dinge auf. Heute ist Lung aufgefallen, dass Bergzwerg es mag, Leute tanzen zu sehen. Lung mag tanzen. Jaina mag tanzen. Wahrscheinlich. Vielleicht finden wir mehr Zwerge, die tanzen mögen. Dann wir reden mit Bergzwerg und er wird Jaina zuhören. Hä? Ernsthaft jetzt? Ich soll hier Leute fragen, die... Lust auf ein Glas? Fort mit euch! Lust auf einen Tanz? Okay, fort mit uns. Ah, der macht mit. Hä? Was geht euch durch den Kopf? Magst du tanzen? Magst auch tanzen. Hallo? Bleibt sauber. Jö. Okay, hier, Junge. Bergfürst. Ich bin ganz Ohr. Spreche ich etwa undeutlich? Ich habe doch ganz klar gesagt, dass ich nicht, hey, ihr habt ich was drauf, bin beeindruckt. Ja, ja, ich weiß, dass ich was drauf habe. Ich sitze zwar nur auf dem Gaul drauf, also wo ist die Unterstützung des Bergfürsten? In Ordnung, in Ordnung. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr so tanzen könnt, dann hätte ich euch nicht den ganzen anderen Kram machen lassen. Sagt Aufseher Schlickfaust, dass ich mich euch anschließen werde. Ich treffe euch in der Schlackengrube Mädel. Mit den vereinten Kräften der Toriumspitze und des Eisengipfels werden die Schluchtzwerge gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Seid auf der Hut. Okay, passt. Ich bin immer auf der Hut. Dann mal auf zur Thorin-Bruderschaft, da wird sie sich ja freuen. Ja, wir haben... Oh, okay. In die Schwarzwäldstiefen müssen sie sowieso noch viel öfters. Wie behindert. Na gut. Lust auf ein Glas? Beenden. Operation. Rührt den Kessel um. Ich setze euch in eine Flugmaschine, Jaina. Ihr werdet dafür zuständig sein, dass unsere Landung in der Schlackengrube so glatt wie möglich verläuft. Sprecht mit eurem Flugmeister hier an der Toriumspitze und fliegt dann runter zur Schlucht. Sobald ihr euch dem Landepunkt nähert, werden zweifellos Horden von Dunkeleisenzwergen auf euch warten. Benutzt die Kanonen unserer Flugmaschine und so viele, um so viele von ihnen außer Gefecht zu setzen, wie ihr könnt. Und landet dann am Eingang der Höhle. Rendan sollte bei eurer Ankunft schon auf euch warten. Fort mit euch! Okay. Flugmeister. Wir brauchen ein Fluggerät, das schießen kann. Unser Pferd kann das nämlich nicht. Genau. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Ja. Dun, 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 dun. Wir sind hier der volle Flugmeister hier. Au. Alter, wie soll ich denn das überleben? Hallo? Hallo?
Okay, was war das jetzt? Hier ist was, Bergfürst. Hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. So, da wären wir. Ich hoffe, ihr seid bereit, Jaina. Nee, ich bin noch nicht bereit. Bleibt sauber. Denn ich werde jetzt erstmal hier mich verschissen und eine kurze Pause einlegen, weißt du? Ich muss ein Mittagsschläfchen machen. Muss mich aber Kräften halten. Ja? Gut. Passt. Dann moch ich doch jetzt an Cut, verabschiede mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Baba!